Wer hätte das gedacht? Donald Trump ist ja in seiner Vergangenheit nicht aufgefallen bisher als Verfechter einer Hochzinspolitik. Nun aber hat er in einem Interview mit Bloomberg Fed-Chef Powell aufgefordert, die Zinsen nicht zu senken im September, also nicht vor der Wahl, die Zinsen hier nach unten zu bringen. Und das ist ja insofern erstaunlich, als Trump, als er Präsident war, also zwischen 2016 und 2020, eben immer wieder gesagt hat, Powell, du musst die Zinsen senken. Die Fed hat auch die Zinsen gesenkt, aber nicht so schnell, wie er wollte. Deswegen hat Trump damals Powell als Feind bezeichnet. Der sei ein größerer Feind als Xi Jinping. Und jetzt will er, dass dieser Feind in Anführungszeichen die Zinsen nicht senkt. Was ist da los? Nun, das zeigt einmal mehr, Donald Trump geht es vor allem um seine Wahlchancen, jetzt weniger um wirklich die aktuelle Situation, ob eine Zinssenkung angemessen oder nicht angemessen ist. Das zeigt so natürlich diesen leicht narzisstischen Hang. Er will seine Wahlchancen verbessern und geht davon aus, dass wenn die Zinsen oben bleiben, die Wirtschaft schwächer wird, was dann wiederum für Biden zum Problem wird, er die Wahlen gewinnt. Und sobald er die Wahlen gewinnt, wird er den Fed-Chef versuchen so zu drücken, dass er die Zinsen senkt, dass es quietscht, aber eben erst, wenn er Präsident ist. Und das wäre ja, wenn er die Wahl gewinnt, erst im Januar 2025, ist also noch ein bisschen hin. Und das zweite interessante Thema ist, dass Powell ja bis 2026 nach wie vor Fed-Chef bleiben wird. Er ist ja 2022 für weitere 4 Jahre ernannt worden und er wird sogar bis 2028 ein Fed-Governor bleiben, so oder so, also ob er dann nochmal Fed-Chef wird oder nicht, aber er wird auf jeden Fall in der Fed eine wichtige Rolle weiterspielen. Schauen wir uns die Dinge mal an und hier sehen wir das, was Herr Powell, nicht Powell, sondern was der Trumpi gegenüber dem Bloomberg-Journalisten gesagt hat. Also erstens, ich würde ihn nicht ersetzen, den Powell, überraschenderweise. Das ist ja das, was er in der ersten Amtszeit versucht hatte, nämlich Powell loszuwerden. Wenn er das Richtige tut, wenn er das Richtige tut und das Richtige sagt, er ist die Zinsen nicht zu senken, denn Inflation is a country buster. Also die Inflation sei doch so hoch, deswegen könne er doch nicht die Zinsen senken. Also Trump hatte dann noch ein fadenscheiniges Argument, warum sozusagen Powell jetzt auf keinen Fall die Zinsen senken soll. Aber er muss da das Richtige tun, dann würde er sozusagen an ihm festhalten. Das ist natürlich schon interessanter Tobak. Außerdem hat er gesagt, wir wollen die Unternehmenssteuer auf 15% senken. Derzeit ist es 21%. Das würde die Staatskasse natürlich extrem freuen, wenn da weniger Einnahmen kommen, TikTok-Ban aufheben, vielleicht sogar Jamie Dimon als Finanzminister nehmen. Und er hat auch Interessantes gesagt eben zu Taiwan. Und sagte, also die sollen zahlen für ihre Verteidigung und wir sind total blöd, dass die uns unser Chip-Business nehmen konnten. Naja, die Taiwanesen haben das schon selber hingekriegt. Also das ist nicht so, dass sie das von den USA geklaut haben, aber es ist natürlich das führende Land in Sachen Chip-Herstellung und das passt zu Donald nicht, weswegen das mit der Verteidigung nochmal überdacht werden müsse. Auch das sehr harter Tobak. Und das erinnert so ein bisschen an das, was ich vorhin schon sagte. Damals sagte eben Trump, dass Powell ein größerer Feind sei des amerikanischen Volkes als eben Xi Jinping. Jetzt gucken wir uns mal an, kann Trump eigentlich den Fed-Chef feuern? Und die Antwort ist weitgehend, nein, kann er nicht. Ausnahme wäre, wenn Powell irgendwie wirklich ein Verbrechen begeht, Sachen stiehlt oder irgendwie sowas, ja. Das ist allerdings unwahrscheinlich und die Zinsen zu senken oder nicht zu senken ist eine geldpolitische Entscheidung und kein krimineller Akt. Dementsprechend wird das sehr schwer, muss durch den Senat gehen. Und es gab in den 30er Jahren, nämlich 1933, ein Urteil des Supreme Courts, damals Roosevelt, gegen den Fed-Chef Humphrey damals. Roosevelt wollte Humphrey absetzen. Der Supreme Court hat gesagt, ist nicht, das kannst du nicht tun. Und das ist sozusagen im amerikanischen Rechtskontext praktisch ein Präzedenzurteil, an das man sich tendenziell hält. Also da müsste wirklich schon Wahnsinniges passieren. Bedeutet faktisch also, dass Trump, wenn er Präsident wird, mit Powell wird leben müssen bis 2026, indirekt bis 2028, bis dann Powell dann vielleicht überhaupt nicht mehr in der Fed ist. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Trump kann gar nicht, wie er gesagt hat, ich würde ihn lassen, wenn er das Richtige tut. Er kann es gar nicht verhindern, dass Powell letztendlich hier Fed-Chef bleiben wird.
Und Paul selber hat ja gesagt, dass er sich nicht von politischen Erwägungen leiten lassen wird. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn er oder die Fed dann im September wirklich die Zinsen senken wird, das natürlich dem Donald nicht passen wird, den Republikanern nicht passen wird. Die sagen, ha, ihr macht doch Wahlkampfhilfe für Biden. Und damals das Argument von Trump, warum die Zinsen runter müssen, ist, wir haben Wettbewerbsnachteile, weil die anderen Währungsräume viel niedrigere Zinsen haben, zum Beispiel Europa, zum Beispiel Japan natürlich, und dieses Argument ist ja nach wie vor valide. Wir haben jetzt gesehen, dass die EZB die Zinsen gesenkt hat, die ohnehin ja nicht so hoch waren wie in den USA. Von den Japanesen gar nicht zu reden, die haben ja immer noch praktisch keine Zinsen. Dementsprechend wäre das Argument ja jetzt auch sehr valide. Naja, wir haben Wettbewerbsnachteile, denn unsere Zinsen sind höher. Und jetzt aber will Sir Donald, dass die Zinsen nicht sinken. Das ist schon ein bisschen lustig. Und hier sehen wir, dass die Märkte ja praktisch zu 100% eingepreist haben, dass im September, am 18. September die Zinsen sinken. 90,4% Wahrscheinlichkeit, eine Zinssenkung, 9,4%, sogar, dass die Zinsen dann nur 0,5% tiefer sein werden. Inzwischen denken 39% der Investoren, der von der Bank of America befragten Großinvestoren, dass die Geldpolitik der USA zu restriktiv ist. Das ist der höchste Wert seit November 2008, also seit der Finanzkrise. Und nochmal abschließend zu Trump hier ein Bericht von CNN, dass die Iraner einen Komplott versucht haben oder planten, um hier Trump zu töten, als Rache für diese Tötung von Soleimani, damals mit dieser Bombe, diesen Führer der Revolutionsgarden, den man damals auf Befehl von Trump auslöschte. Da kann was dran sein. Man kann das ja nie wirklich beurteilen, dass die Iraner so etwas nicht vergessen, kann man sich gut vorstellen. Also das nur nebenbei nach diesem Attentatsversuch, das ja nur so knapp gescheitert ist, bleiben die Dinge da ein bisschen aufgewühlt geopolitisch. Jetzt kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Noch nie, und nie ist bekanntlich eine sehr lange Zeit, noch nie war ein Index so überkauft wie derzeit der Russell 2000. Wir sind mal eben 4,4 Standardabweichungen über dem 50-Tages-Durchschnitt. Das hat es noch nie gegeben, beim Dow Jones nicht seit 1900, beim S&P nicht seit 1928 und beim Nasdaq nicht seit 1971. Also das zeigt so ein bisschen, was da los ist. Eben diese Rotation, Zinsen werden sinken, Trump wird Präsident. Wir kaufen alles sozusagen, was bisher nicht gelaufen ist. Hier sehen wir mal die letzten 5 Handelstage. Homebuilder werden gesucht, Regionalbanken, Small Caps, REITs, also Immobilienwerte, Value, Gold, was nicht gelaufen ist, Nasdaq, Tech, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia und Netflix. Und das alles beim Russell 2000, vor allem mit Optionen. Wir haben das höchste Optionsvolumen in the last 5 years. Hier sehen wir diesen Anstieg, der absolut extrem ist. Der Dow Jones auch gestern massiv gestiegen. United Health, aber auch andere Aktien aus dem Dow gesucht. Value eben über 700 Punkte. Der Dow Jones ist gestern gestiegen. Der Russell 2000 über 3%. S&P 500 jetzt im Wochenchart so überkauft wie seit Januar 2018 nicht mehr. Und die Marktbreite ist plötzlich da, das, was vorher gefehlt hat. Hier sehen wir, dass der Equal Weight Index, also der S&P 500 hier, repräsentiert durch das ETF RSP zum SPY, also zum Leitindex S&P 500, mehr als 1% besser performt hatte gestern. Wir sehen, dass die Marktbreite immer mehr zunimmt, immer mehr Aktien im S&P 500 oder 400 oder 600 über ihrem 20-Tage-Durchschnitt. Hier sehen wir das in der Grafik, wie steil das nach oben geht. Und jetzt werden sozusagen die riskantesten Aktien gekauft. Man könnte auch sagen, der Dreck wird gekauft. Warum das so ist, will ich gleich zeigen. Der Dreck steigt jetzt nach oben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das, was vorher gekauft wurde, Tech, das wird latent verkauft. Und hier sehen wir mal unfassbare Überkauftheit beim Rüssel und beim Dow Jones. Das ist ein bisschen krass. Ist das ein gutes Zeichen? Fragezeichen. Und hier würde die Antwort lauten, nein, ist es nicht. Immer dann, wenn der Equal Weight massiv zulegt zu dem marktgewichteten S&P 500,
Dann ist etwas passiert, Rezession, Bubble, Rezession, Rezession. Und jetzt derzeit riecht es ja auch ein bisschen nach Rezession, wenn Sie mich fragen, gell, aber Sie fragen ja nicht. Auf der anderen Seite wird hier dieser Chart auch umgereicht. Hier Advances minus Decliners in den letzten 5 Handelstagen an der NYSE. Und wir sehen, da haben wir Werte, wie sie selten vorgekommen sind und wie sie oft in Böden passiert sind. Das also als ein Boden erreicht, weil dann ganz viele Aktien gestiegen sind. Das Problem ist, wir haben keinen Boden, sondern wir haben ein Allzeithoch. Also wir haben eine völlig andere Situation als in diesen klassischen Ausverkaufmustern, wo alles so derartig ausverkauft ist, dass dann viele Aktien schlichtweg steigen aufgrund der Überverkauftheit. Und das Ungewöhnliche ist auch, meine Damen und Herren, dass der S&P weiter steigt, obwohl die Zinskurve sich versteilt, also weniger negativ wird. Das ist ungewöhnlich. Normal ist das Muster so, Zinskurve invertiert immer mehr, wird also immer negativer. Gut für die Aktienmärkte. Die Zinskurve versteilt sich wieder, wird also weniger negativ, schlecht für die Aktienmärkte. Wir haben jetzt eine Situation, die normalerweise mit Endinvertierung der Zinskurve, also mit Versteilung der Zinskurve negativ ist, aber S&P 500 ist dennoch gestiegen. Und schauen wir uns mal TLT, dieses ETF auf langlaufende US-Staatsanleihen an. Da formt sich ein Golden Cross. Das könnte also bedeuten, dass wir deutlich niedrigere Renditen sehen werden. Und die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite ist ja schon so tief wie seit dem 11. März nicht mehr, mit unter 4,2%. Und gestern gab es ja hier erstmal Freude über starke US-Einzelhandelsumsätze, vermeintlich stärkere Einzelhandelsumsätze, war ja 0,0. Aber hier sehen wir mal Seasonal Adjustments. Wir haben eben im Juni gerne Seasonal Adjustments, die sehr, sehr positiv die Headline-Zahl bewirken, aber wir sehen, dass letztendlich, hier sind alle Junis jeweils immer aufgezählt, seasonal adjusted und not seasonal adjusted, dass das bei den Call Sales, also in der Kernrate, nicht wirklich so toll war. Schaut man sich die verschiedenen Einzelhändler an in den USA, dann bestätigt sich eben eher, dass der Einzelhandelsumsatz ein richtiges Problem hat. Das sehen wir eben gespiegelt auch an der Zinskurve, die dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit auch ausdrückt, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA ist. Und die ist tendenziell ziemlich hoch. Und interessant, meine Damen und Herren, ein bisschen jetzt eisenharte Bärenpornografie. Wir sehen hier ein ähnliches Muster wie 1929. Ich sage nicht, dass es so ausgeht, aber es ist auf jeden Fall interessant, sehr ähnliches Chartmuster. Und wir haben 500% gewonnen vom Boden bis zum Top. Wir haben parabolische Anstiege. Wir sehen, dass gleichzeitig Gold ein neues Allzeithoch erreicht und wir sehen massive Differenzen zwischen den einzelnen Indizes. Check, das scheint alles irgendwie gegeben zu sein. Und schauen wir uns mal an, wann wir das letzte Mal eine solche 5-Tages-Outperformance des Russell 2000 gegenüber dem S&P 500 hatten. Das letzte Mal im Oktober 1987. Da war ich noch lange nicht geboren, meine Damen und Herren. Ich bin ja noch keine 20. Dementsprechend kann ich mich da gar nicht mehr daran erinnern. Aber irgendwas war da im Oktober 87. Ich weiß jetzt auch nicht mehr was. Genau. Und hier sehen wir auch, interessant, dass wir ja schon die Alarmglocken läuten, gerade im Anleihesektor, da wo die riskanten Anleihen, die CCC-Anleihen sind, also die ein miserables Rating haben. Hier sehen wir, dass die Risikoprämien zuletzt deutlich nach oben gegangen sind. Das zeigte, dass hier schon wirklich die Ampel auf Rot steht für viele Firmen vor allem. Und wir haben ja jetzt gesehen, im Juni sind ja sehr, sehr viele Firmen, so viele wie seit 2010 nicht mehr, pleite gegangen. Kommen wir nochmal zurück zum Marktgeschehen. Der holländische Chip-Maschinenhersteller ASML hat Zahlen geliefert, die waren besser als erwartet, aber was macht die Aktie? Fällt. Das ist das Muster eben, da ist natürlich schon so ziemlich alles eingepreist und was an Euphorie einzupreisen ist. ASML ist ja als Chip-Hersteller praktisch ein Monopolist, so wie Nvidia, so wie TSMC, die heute Nacht dann ihre Zahlen bringen. Die Taiwanesen, auch ein Monopolist ist sozusagen für hochwertige Chip-Produktion. Und also erstmal Enttäuschung bzw. negative Reaktion der ASML-Aktie. Wichtig wird dann heute Nacht der TSMC. Und interessant, Microsoft hat sein Day-Team, also Diversity, Equity und Inclusion, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, hat man jetzt freigesetzt. Das ist nicht mehr lange für das Business erforderlich, gell? Also so langsam werden manche Dinge, ich sag mal, weniger wahnsinnig. Und das ist kein schlechtes Zeichen. Wahnsinnig sagen wir aber schon ein bisschen in Europa, gell?
Und das hat natürlich dann Konsequenzen. Wir wollen ja nichts mehr leisten, gell? Wir wollen Wettbewerb abschaffen, gell? Vielleicht können wir die Zeugnisse noch abschaffen, gell? Bundesjugendspiel schaffen wir alles ab, gell? Weil könnte ja jemand unter Druck gesetzt fühlen und das wollen wir nicht, gell? Na, wir wollen ja Vielfalt und sehr viel Vielfalt, gell? Und dementsprechend sehen wir dann Resultate, hier mal der Anteil Hochtechnologie-Patenten, da sehen wir, grün ist die Eurozone, geht immer weiter zurück. Japan, China und der USA, wir sind da auf dem absteigenden Ast. Das ist so ein bisschen symbolisch für das vielleicht problematische Mindset, das wir hier haben. Wir wollen permanent Umverteilung, wollen möglichst viel Staatsregulierung, statt zu sagen, Leute, lasst uns mal am Riemen reißen. Dieser Wohlstand, den wir noch haben, der ist die Substanz. Die Substanz, die frühstücken wir gerade ab, die wird immer geringer. Und wenn wir das nicht ändern, dann ist die Substanz bald weg und wir schauen ganz dumm aus der Röhre. Aber gut, das sehen wir jetzt hier auch, dass da vielleicht manches schiefgelaufen ist in diesem Hype um Elektrofahrzeuge. Ihr dürft keine anderen Fahrzeuge mehr bauen. Jetzt sehen wir, dass vor allem gebrauchte Fahrzeuge praktisch unverkäuflich werden. Die Händler, die sich weigern, überhaupt solche Wagen noch anzubieten, sind mehr als zwei Drittel, die sagen, machen wir nicht, machen wir nur Verluste. Die müssen massive Preisnachlässe geben, eben wegen Fragen, naja, die sind technisch schnell veraltet, was ist mit der Batterie? Jedenfalls, es sind absolute Ladenhüter, das hat man mit einem Verbrenner nicht. Und dementsprechend sehen wir, wie die Probleme hier weiter eskalieren. Eine Folge einer falschen Politik, die jetzt dann sichtbare Resultate zeigt, sobald du die Subvention mal weglässt und damit den Markt nicht mehr manipulierst. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, sinkende Zinsen in Sicht. Die riskanten Aktien heben ab. Man könnte auch sagen, der Dreck wird nach oben gespült, wenn die See rau ist, nicht wahr? Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, Gold mit neuem Rekordhoch, Zinssenkungswetten, aber auch eben die Verschuldungsthematik. Wenn sie dann nicht kommt und der Steuern senkt, das wird natürlich lustig. Diese beiden Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.